Naja, wir sehen diese Veränderungen, die tagtäglich stattfinden. Wir sehen auch diese Umweltkatastrophen. Und natürlich ist es auch eine Vorbildwirkung für unsere nächste Generation, dass wir die Dinge, die wir bewahren wollen, auch in diesem Zustand versuchen zu bewahren. Und es hat ja nie einen Widerspruch gegeben zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt, sondern ich glaube auch, dass wir hier sehr gut vorbereitet sind in Kärnten und schon viele, viele Unternehmen haben, die in diesem Umweltschutz extrem gut sind und teilweise Weltmarktführer sind. Wir machen erneuerbare Energie. Wir haben 100% erneuerbaren Strom. Wir sind in der Biowärme führend. Ja, also wir sind, wir haben 300 Fernwärmeanlagen auf Biomassebasis in Kärnten. Wir haben sehr viel Kleinwasserkraft- und Großwasserkraftanlagen. Es gibt Abwärmeprojekte, die ganze Städte versorgen. Denken Sie an Mondi, denken Sie an Funda, denken Sie aber auch an die Müllverbrennung Arnoldstein mit der Versorgungsleitung nach Villach. Wir machen's. Na, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben natürlich einerseits mit Vorbildwirkung voranzugehen. Und wenn Sie sich ansehen, welche Investitionen, die unser Haus schon längst vorgenommen hat in der thermischen Sanierung, plus es sind natürlich längst überall Photovoltaik-Themen integriert in all unsere Häuser, die wir haben, ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir diese Themen, vor allem die Information, an unsere Unternehmen weitergeben und natürlich auch in der Beratung, wo wir bei speziellen Themen unterstützend wirken können, wie wir die Dinge auch besser umsetzen können. Wo wir noch große Probleme haben, ist in unserer Gebäudesubstanz. Wir haben viel zu wenig an Sanierungen. Es bedarf erheblichere Anstrengungen, um die Gebäudesubstanz zu verbessern hinsichtlich Wärmedämmung, Energieeffizienz, aber auch künftig mit der zunehmenden Hitzebelastung auf die zunehmende Strombedarf in den Sommertagen. Also da müssen wir noch sehr, sehr viel machen. Natürlich gibt es immer noch Ölheizungsbetreiber, sehr unverständlich, dass das immer noch gibt, aber manche können es sich halt noch nicht leisten. Die, die es sich leisten, die müssen es auch umsetzen. Also der Masterplan wurde ja schon vor Jahren ins Leben gerufen, hat eigentlich mit 2020 ein Ablaufdatum. Viele der Ziele sind nicht annähernd erreicht worden. Derzeit erfährt er ein Update, das heißt, es gibt wieder einen Arbeitskreis, ich darf dort auch dabei sein. Wir gehen davon aus, dass er heuer noch beschlossen wird und es wird die Jahreszahlen werden etwas vorangeschrieben, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Es wird natürlich auch ein wenig adaptiert von den Konzepten, es hat sich ja in den letzten Jahren einiges geändert, aber Faktum ist, das, was in den letzten Jahren passiert ist, war schleppend und nur ein neuer Masterplan wird uns nicht helfen. Wir müssen einfach das Tempo erhöhen. Ich sage immer, Tempo heißt bei uns Glasfaser unter die Erde bringen. Diese Meter müssen wir messen und das ist dann, das ergibt das Tempo. Dass das Umsetzen von Infrastrukturbauten natürlich immer Zeit dauert, das ist klar. Deswegen haben wir auch rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass wir beginnen müssen. Es gibt natürlich das Thema, dass Förderungen teilweise kombiniert mit Tiefbaumaßnahmen wurden auf Bundesebene. Dann waren die Tiefbaumaßnahmen nicht hier, damit konnten die Förderungen nicht gezogen werden. Es gibt aber auch genug Fälle, wo es sehr wohl diese Maßnahmen gibt und auch dort ist eigentlich sehr, sehr wenig passiert. Ein Punkt ist ganz sicher eine gewisse Unwissenheit zu dieser Infrastruktur. Das heißt, es gibt in den Gemeinden teilweise nicht dieses Wissen, wie es für Straßen, für Kanal, für Wasser gibt. Und damit gibt es natürlich Verzögerungen. Deswegen ist eine der ganz wesentlichen Forderungen, dass diese Unterstützung irgendwie zuteil kommt. Das heißt, es muss nicht jeder Amtsleiter, jeder Bürgermeister sich plötzlich mit dieser neuen Infrastruktur befassen, dann wären wir nicht fertig. Ja. Das sind Dinge, die zentral geschehen müssen. Das sind Dinge, die auch zentral schon geschehen hätten können. Deswegen ist hier die Forderung, dass das endlich gemacht wird. Wir haben eine eigene Gesellschaft des Landes. Diese Gesellschaft muss diese Dinge übernehmen. Es gibt ein Budget und damit können die betroffenen Gemeinden, wo Infrastruktur zu bauen ist,
dieses Thema und dieses Know-how eigentlich outsourcen zu einer zentralen Stelle, die auch alles verknüpft und verbindet. Das ist die Idee, die es gibt, aber es ist relativ wenig passiert.